Hallo, es geht um das Thema Analytics Readiness. Bei mir ist Herr Dr. Michael Gerstlauer von der Firma Teradata. Herr Gerstlauer, welchen Stellenwert hat aus Ihrer Sicht das Thema Analytics heute in den Anwenderunternehmen? Also wir nehmen schon wahr, dass erfreulicherweise Analytics einen sehr hohen Stellenwert einnimmt, bis hin zur Vorstandsebene der Unternehmen, was sich widerspiegelt in konkreten Bestrebungen, entsprechende Strategien zu implementieren, unternehmensweit. Ein anderer interessanter Aspekt ist natürlich der Reifegrad der Strategien. Da gibt es sicherlich ein differenzierteres Bild. Sie sprachen den Reifegrad an. Was müssen denn die Unternehmen konkret tun, um ihr Geschäft in ein Data-Driven Business umzubauen? Ich denke, das ist in der Tat eine relativ komplexe Herausforderung. Es fängt sicherlich damit an, dass man sich sehr klar ist als Unternehmen, wo man wirklich über Analytics und Data Wert generiert. Und dieses muss man dann runterbrechen in konkrete organisatorische Implementierungen, in Prozesse, in Skills, die man aufbaut und in Technologie und in Partnerschaften, die man eingeht, weil das doch vielfach Themen sind, die heute so noch nicht adressiert sind. Was sind denn aus Ihrer Sicht die größten Hemmnisse, die noch den Analytics-Strategien in den Unternehmen im Wege stehen? Ich glaube, viele Unternehmen tun sich etwas schwer damit, einen Startpunkt zu finden. Das ist ein breites Feld, es wirkt sehr komplex. Es ist oftmals schwierig, den Startpunkt hinzukriegen, die ein, zwei Cases zu finden, die man umsetzen kann und die unmittelbar Wert generieren. Das ist sicherlich ein Thema, was eine Herausforderung ist. Vielen Dank. Danke Ihnen.